Willkommen zurück. Dieses Video Manko Abrede steht in engem Zusammenhang mit meinem Video Manko Haftung. Und da habe ich sozusagen die Grundlagen gelegt. Manko Haftung ist die Haftung für Fehlbestände, zum Beispiel ein Fehlbestand, den ein Kassierer baut. Und die Frage ist, haftet er dafür dem Arbeitgeber? Wir sind also im Arbeitsrecht im weitesten Sinne. Haftet er dem Arbeitgeber dafür oder haftet er nicht? Und wir haben gesehen, es ist leichter, eine Haftung herzustellen für leichte Fahrlässigkeit, und das sind die Hauptfälle, wenn eine sogenannte Manko-Abrede besteht. Zunächst einmal müssen wir schauen, wann ist eine Manko-Abrede wirksam. Also eine Manko-Abrede ist eine Vereinbarung für den Fall des Fehlbestandes. Wann ist sie wirksam? Und sie ist nur dann wirksam bei alleinigem Zugriff. Ja, es muss also vorher sichergestellt werden, dass derjenige, der hier in Haftung genommen wird und für den eine Manko-Abrede getroffen wird, dass der auch wirklich den alleinigen Zugriff auf das Geld hat. Sie kennen das. Vielleicht haben Sie es mal gesehen in Supermärkten zum Beispiel oder in Restaurants. Wenn der Kassierer wechselt, dann nimmt der seinen Geldbestand sozusagen unten aus der Kasse raus und der nächste Kollege oder die nächste Kollegin kommt mit ihrem Bestand und klingt das unten in die Kasse ein. Ja? Das ist etwas, dieses Vorgehen als Beispiel ist ein Vorgehen, durch den man sicherstellt, dass der Kassierer oder die Kassiererin wirklich den alleinigen Zugriff hat. Ja, sonst wäre es schwierig, wenn da zwei Kassierer mit dem gleichen Bestand operieren, ist ja schon schwierig, die Verantwortung festzumachen. So, also alleiniger Zugriff, alleiniger schreiben wir am besten, alleiniger Zugriff ist eine Bedingung für die Wirksamkeit und eine zweite Bedingung ist eine angemessene Ausgleichszahlung. Und man nennt diese angemessene Ausgleichszahlung das Manko-Geld. Also die Kurzfassung für die Wirksamkeit der Manko-Abrede ist der alleinige Zugriff und die Zahlung des Manko-Geldes. Was heißt das? Das heißt, dass zum Beispiel der Kassierer einen bestimmten Betrag pro Monat auf ein extra Konto gebucht bekommt. Und wenn er für einen bestimmten Zeitraum keine Differenz baut, dann bekommt er dieses Geld zusätzlich. Wenn er eine Differenz baut innerhalb eines festgelegten Zeitraums, wird die Differenz von diesem Betrag abgezogen. Das ist das Manko-Geld. Ja, und da gilt grundsätzlich Haftung nur bis zur Höhe des Manko-Geldes. Im Normalfall kann also der Kassierer nur in Höhe des Betrages in Anspruch genommen werden, der auf diesem Konto angesammelt wurde. Ja, es sei denn, es sind wirklich extreme Fälle von Vorsatz. Na, dann, das ist wieder eine andere Sache. Aber wir reden ja hier vor allem von der leichten Fahrlässigkeit. Und wenn diese Manko-Abrede besteht, wenn diese Beträge auf ein Sonderkonto gebucht werden, wenn die Zeiträume genau definiert sind, ja, nach einem bestimmten Zeitraum wird der Betrag, wenn er keine Differenz gebaut hat, dem Kassierer gutgeschrieben. Wenn er innerhalb eines festgelegten Zeitraums eine Differenz gebaut hat, wird das von diesem Manko-Geld abgezogen. Das alles insgesamt ist die Manko-Abrede. Und wenn diese Dinge sauber bestehen, plus dem alleinigen Zugriff auf den Geldbestand, dann gilt Haftung auch für leichte Fahrlässigkeit. Und wir haben gesehen, das war das große Problem, wenn keine Manko-Abrede besteht. Wenn keine Manko-Abrede besteht, schauen Sie in dem anderen Video, Manko-Haftung,
dann kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz in Anspruch nehmen. Er hat die Beweislast dafür. Es ist also schwierig und im Grunde nicht möglich, eine Haftung auch für leichte Fahrlässigkeit überhaupt darzustellen. Mankoabrede stellt sicher, dass eine Haftung auch für leichte Fahrlässigkeit besteht. Das sind also die Bedingungen, dass der Arbeitgeber den Kassierer für Fehlbestände auch bei leichter Fahrlässigkeit in Anspruch nehmen kann. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.